Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Haunted Horror, das Anwesen, Part 3. Und wir haben im letzten Part einen Augenschlüssel gekriegt, glaube ich. Aug. Und da wollen wir doch gleich mal direkt hingehen und sehen, was hier los ist. Schon wieder so eine kurze Erschütterung, genauso wie vorhin. Wird irgendwas Großes sein. Bestimmt irgendwas Großes. So, das war hier. Tür aufgeschlossen. Na, mal gucken. Oh, verflucht. Wieso, was ist los? Hier war es gewesen. Vor 20 Jahren haben wir hier die vermissten Mädchen tot aufgefunden. Oh. Da drüben lagen sie. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Dieser Einsatz war der schlimmste, den ich jemals hatte und ich wünschte, ich hätte sie retten können. Verdammter Scheißkerl und Sarah habe ich immer noch nicht gefunden. Ich muss weitersuchen. Ich darf nicht aufgeben. Hier ist das passiert. Oh. Oh, okay. Da liegen sogar hier... da liegt sogar noch das Blut, was? Okay. Okay, cool. Das ist schön. Oh, hier hat eines der Mädchen gelegen, tot, so grausam ermordet. Das Blut eines der Mädchen, sie war völlig verstümmelt worden, als wir sie hier fanden. Okay. Eines der toten Mädchen lag hier, wie kann ein Mensch zu sowas fähig sein? Hallo? Was passiert hier? Ich muss mir das alles einbilden. Das kann niemals sein. Im Ernst, die liegen jetzt hier? Hallo? Eines der toten Mädchen. Ich glaube, ihr Name war Sophie. Hallo, Sophie. Eines der toten Mädchen. Ich glaube, ihr Name war Jill. Ich glaube, ihr Name war Jessica. Oh, wo ist die Leiche des Mädchens denn? Einfach verschwunden. Oh, hallo. Du bist... Ich erinnere mich. Du bist Jessica. Bist du ein richtiger Geist? Hilf uns. Wir sind an diesem Ort gefangen und können nicht weg. Ich suche meine Tochter Sarah. Wo ist sie nur? Sag es mir bitte. Befreie mich. Ich leide schreckliche Schmerzen. Was soll ich denn nur tun? Suche hier nach dem Herz, das dich weiterbringt. Was? Spiegel Bloody Mary? Was? Es tut so weh. Hilf mir. Was für ein Spiegel? Was ist Bloody Mary verflucht? Hallo? Ach so. Oh mein Gott, im Ernst? Bloody Mary, das ist nie was Gutes. Vielleicht in den Kartons? Eingestaubte Kartons. Hatte der Besitzer vor auszuziehen? Nee, das ist nicht. Was ist denn das? Kamin? Ah, nur ein Kamin, aus dem ein kalter Luftzug herauskommt. Nutzloses Zeug im Karton. Irgendwas blockiert mich die ganze Zeit. Okay. Vielleicht befindet sich hier was versteckt. Ich sollte sie aber von einer anderen Seite aufschneiden. Eine andere Seite? Von vorne? Vielleicht befindet sich hier das Versteck. Ah, okay. Messer benutzen. Und? Herzschlüssel aufgenommen. Jemand hat hier gewaltig versucht, Dinge zu verstecken. Ich muss die Tür finden, zu der dieser Schlüssel passt. Aha. Hallo? Du stehst noch da? Okay, du sagst nichts anderes. Nutzloses Zeug. Nur ein zugestaubtes TV-Gerät. Die Schublade klemmt. Der Fernseher wird wohl nicht mehr funktionieren. Ja, natürlich. Müllsäcke? Okay. Die Schublade ist blockiert. Ach nee, klemmt. Also ich kann wohl nichts benutzen. Okay. Ja, ihr steht da noch eine Weile rum. Ich gehe dabei und, schau mir den anderen Ort da an, da wo der Schlüssel passt. Der war... Gute Frage. Wo war der, verdammt nochmal? War der hier? Ah ja, cool. Herzschlüssel. Oh Gott, was ist hier passiert? Da haben wir schon im letzten Part ganz kurz das gesehen. Okay, die hat da irgendwas angestellt. Überall Blut an der Badewanne. Was ist hier passiert?
Also ich meine nicht, dass sie es angestellt hat, glaube ich. Ich glaube, der Typ. Eklig, dreckige Toilette, die würde ich nur ungern benutzen wollen. Was ein dreckiges Waschbecken und überall klebt Blut. Ist das Blut in der Schale? Moment, da ist ein Dokument. Da liegt ein Zettel mit der Aufschrift Bloody Mary. Mein Gott, das habe ich total übersehen, sorry. Bloody Mary. Laut einer alten Legende ist Mary ein gefangener Geist, den man sehen kann, wenn man ihren Namen dreimal laut vor einen Spiegel sagt. Oh ja. Doch zuvor muss eine Kerze vor dem jeweiligen Spiegel angezündet werden, sowie eine Schale mit Blut im Zentrum des Raumes, umgeben von einem aufgezeichneten Hexagramm. Also so hier, bloß uns fehlt die Kerze. Was ein unheimliches Zeug, aber jetzt weiß ich, was Bloody Mary ist. Okay, also brauchen wir eine Kerze und halt das Blut, das haben wir ja hier stehen. Blut in einer Schale und das Hexagramm. Hier muss tatsächlich eine Beschwörung abgehalten worden sein. Jupp. Jetzt frage ich mich, wo wir die Kerze kriegen. Oben war nichts. Moment, wo war denn zuletzt? Wir hatten da, glaube ich, eine Kerze gefunden. Jetzt weiß ich gerade nur nicht mehr wo. Nee, das ist Bier. Seile brauchen wir auch nicht. Wo hatten wir die Kerze gefunden? Mal schauen, vielleicht werde ich hier einen Schnitt machen. Ja, ich denke mal, ich werde einen Schnitt machen und dann... Ich werde es schon finden. Ah, hier waren sie. Okay, wir haben sie. Ein Karton mit Kerzen. Laut dem Dokument brauche ich eine für die Beschwörung. Ja. Ich habe das gerade wirklich völlig vergessen, wo diese Kerzen waren. Gut. Ich möchte eigentlich nicht hier Bloody Mary dreimal im Spiegel sagen. Ups. Das war in falscher Richtung. Ich weiß nicht, ob du das auch tun solltest, Aiden. Das ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Aber uns bleibt ja anscheinend nichts anderes übrig. Ah, an dieser Stelle kann ich die Kerze platzieren und anzünden. Gut. Oh Mann. Es fällt mir schwer daran zu glauben, aber sollte die Beschwörung funktionieren, was dann? Wie soll ich diese Mary besiegen? Ich glaube kaum, dass ich sie mit meiner Waffe abknallen kann, da sie ein Geist ist. Es würde wohl passieren, wenn sie sich selbst im Spiegel sieht. Was ich da rede, unfassbar, aber vielleicht wird es langsam Zeit für eine andere Sichtweise auf das Geschehen. Oh Gott, ich will nicht. Nein. Okay, los geht's. Bloody Mary, Beschwörungsphase 1. Oh Mann. Bitte tu das nicht. Ich werde sterben. Was jetzt? Hat es funktioniert? Ich kann sie nicht im Spiegel sehen. Ich wusste, es ist totaler Unfug. Und was mache ich jetzt, um Sarah zu finden? Besser, ich suche das Haus nochmal genau nach Hinweisen ab. Nein, nein. Ich weiß ganz genau, jetzt irgendwas passiert hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Hallo! Das war ja klar! Oh Gott. Das kann nur ein schlechter Traum sein. Hallo! Ah! Hier, komm hierher. Nein, nein, nein! Oh shit! Nein! Du solltest in den Spiegel gehen! Mano! Ja, ich hab's endlich geschafft! Juhu! Verdammt, das war krass. Ich glaube, ich habe sie durch ihr eigenes Spiegelbild besiegt. Vielleicht sollte ich jetzt zum Dachboden gehen. Alter Schwede, endlich. Ich habe nämlich ein paar Anläufe gebraucht, bis sie endlich in diesen blöden Spiegel gucken konnte. Unfassbar, Bloody Mary, das mache ich nie wieder. Weil die wollte ums Verrecken nicht dort reingucken. Anscheinend findet sie sich etwas zu hässlich. Dass sie den Spiegel meidet. Oh. Hallo, wir haben es getan.
Ich habe es geschafft. Bloody Mary ist besiegt. Ich danke dir vielmals. Jetzt kann ich endlich meinen Frieden finden und diesen Ort verlassen. Als Dank gebe ich dir diese Münze. Sie wird dir weiterhelfen. Die wird mir weiterhelfen? Wirklich? Wo denn? An einen Automaten? Was ist dir passiert und warum hatte ich diese Vision? Das warst du doch gewesen. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, aber als Geist, ich kann es noch immer nicht glauben, dieses ganze Haus, das alles hier, was hier geschieht. Du wolltest wissen, was mir passierte. Ich sage es dir. Brad Harper hat mir tagelang schreckliche Dinge angetan. Es gab kein Entkommen aus dem Haus. Das war's. Das, was du im Badezimmer sahst, war nur einer von vielen Tagen. Aber dieser Kerl, der durch die Tür kam, das war nicht Harper gewesen. Sein Diener und Butler, er sollte aufpassen, dass ich nicht abhaue und auch die Badezimmertür abschließen. Mich durfte jedoch nur ausschließlich Harper selbst anfassen, doch wusste er nicht, dass sich sein Butler an mir verging. Uah, na toll. Immer wieder hat er mich misshandelt und drohte mir, wenn ich Harper alles erzähle, würde er mich umbringen. Was für ein perverses Schwein. Du sagst es, Aiden. Aber was hat das mit Bloody Mary auf sich? Eines Tages konnte ich nicht mehr und ich hatte immer größere Angst vor dem Butler. Ich wollte es Harper sagen. Er machte jedoch seine Drohungen wahr und schloss mich im Badezimmer ein, wo er zuvor Bloody Mary beschwor. Oh, wieso hat Mary ihn dann nicht umgebracht, wenn der Butler sie gerufen hat? Er versprach Mary ein besseres Blutopfer als er selbst und lockte mich in eine Falle, aus der ich nicht lebend entkam. Was, er versprach Mary ein besseres... okay. Das tut mir leid für dich, Jessica, doch Harper muss sich gefragt haben, was im Badezimmer passierte. Wahrscheinlich eine gut erzählte Lüge, vielleicht, dass ich es mir selbst angetan habe, einen Selbstmordversuch. Ja, das kann sein. Wie kann ein Mensch nur zu sowas fähig sein? Ich werde nun diesen Ort verlassen. Du hast meine Seele befreit, wofür ich dir ewig dankbar sein werde. Warte, bevor du gehst. Weißt du, was mit meiner Tochter passiert ist? Du sie isst? Nein, ich kann es dir nicht sagen. Verzeih mir. Leb wohl, Jessica. Doch was soll ich jetzt tun? Sarah, wo bist du nur? Ich muss das Haus weiter absuchen. Hier gibt es bestimmt noch Türen, die verschlossen sind. Joa, und ihr zwei? Oh! Wo ist die Leiche des Mädchens hin? Wieder verschwunden. Ah, okay. Ich erinnere mich. Du bist Jill, ein weiteres von den ermordeten Mädchen. Hilf uns, wir sind an diesen Ort gefangen und können nicht weg. Weißt du vielleicht endlich, wo meine Tochter Sarah ist? Ich halte diese Folter nicht mehr aus. Hilf mir, bitte! Okay, ich verstehe. Ich muss deine Seele retten, genau wie bei Jessica. Doch was soll ich tun? In dem Raum, wo Pflanzen wachsen. Es schmerzt so sehr. Bitte hilf mir. Ein Raum, wo Pflanzen wachsen? Oh ja, ich weiß ganz genau, wo das ist. Gehen wir doch mal hin. Also müssen wir nach und nach die Seelen der Mädchen retten. Und dann kommt hoffentlich Sarah. Ich frage mich nur, wofür wir eigentlich die Münze da brauchen und diese blaue Kugel, die wir gefunden haben. So, wir speichern jetzt erstmal. So. Der Raum mit den Pflanzen war ja eigentlich verschlossen. Mal schauen. Tür ist abgeschlossen. Ich kann ein paar Pflanzen durchsetzen. Ja. Ja. Genau das ist das Problem. Ne? Wie zur Hölle soll ich jetzt dort rein? Muss ich jetzt irgendwas machen? Also. Münze. Eine Salz. Ach, Moment. Wir haben doch im Kellergewölbe noch so Vertiefungen gefunden. Vielleicht passt ja die Münze dort rein. Und. Vielleicht die blaue Kugel wahrscheinlich dann auch. Weil das sieht so aus, als würde man drei Gegenstände brauchen. Naja, Münze in die Vertiefung eingesetzt. Es fehlen noch zwei Münzen. Ah! Ist da vielleicht dann Sarah dahinter? Okay, wir müssen die Münzen von dem Mädchen dann sozusagen da reinstocken. Aber jetzt bleibt immer noch die Frage, wo es weitergeht. Die Münze... Wissen wir jetzt, dass wir die da einsetzen müssen? Aber wie komme ich in den Raum mit den Pflanzen?
Alles durchsuchen, alles durchsuchen, alles durchsuchen, Schublade klemmt. Oh! Oh, endlich! Wie zur Hölle geht das? Der Fernseher funktioniert. Ein Videoband läuft. Was ist das? Sieht aus wie... Oh, die Effekte sind cool gemacht. Ach, das ist Jill. Hallo, Jill. Okay. Der Raum mit dem Tresor. Und wer zur Hölle bist du? Was? Oh, Jill. Unfassbar. Er hat das Mädchen scheinbar vergewaltigt und dann brutal abgeschlachtet. Ach, du Scheiße. Was sind das nur für Scheißkerle? Ich wünschte, wir hätten sie alle retten können. Eine Sache wüsste ich noch gerne. Skinner hat sie dort drin gemacht. Sah aus, als ob sie etwas suchte. Oh. Der Fernseher scheint jetzt den Geist aufgegeben zu haben. Egal, ich muss etwas finden, was mit Pflanzen zu tun hat. Oh! Ach, jetzt kann ich es plötzlich nehmen. Okay, Botanikschlüssel. Ich habe doch unten eine Tür gefunden, wo ich Pflanzen durch die Fenster sah. Ja, da können wir endlich hin. Nadja, du Arme. Oder besser gesagt, ihr Armen. Armen, armen Mädchen, was zur Hölle? Verschwinde sofort von hier. Wer zum Teufel bist du? Warst du dieser Kerl aus dem Video, der das Mädchen getötet hat? Ich war einst ein Händler, doch jetzt bin ich etwas viel Mächtigeres. Und es wäre ratsam, dass du verschwindest. Warum hast du dieses Mädchen ermordet? Sie war noch jung und unschuldig. Sie war so unschuldig. Unschuldig, ja, so wunderschön unberührt. Das finde ich nicht witzig. Du verdammter Scheißkerl. Habe ich ihn erwischt? Nein, einfach verschwunden. Meine Waffe ist nutzlos. Moment mal. Bloody Mary hat Jessica ermordet und dieser Händler hat Jill auf dem Gewissen. Doch wie soll ich ihn erledigen, um Jill zu befreien? Nochmal wird ein Spiegel vielleicht nicht die Lösung sein. Es gibt hier viele Bücher. In einem steht eventuell etwas über Untote und wie man sie beseitigen kann. Oh. Du warst ja auch kein... Ja. Jetzt auch noch Untote. Oh Mann. Ganze Paket hier. Geister und was zum... Die Puppe ist verschwunden. Merkwürdig. Oh Mann. Oh Mann. Okay, jetzt werde ich nervös. Jetzt geht's hier richtig rund hier. Das speichere ich mal lieber gleich nochmal. So, wir müssen nach unten. Und ich hoffe, dass dieser Typ jetzt nicht kommt. Du Scheiße! Ah! Fuck, er muss mit Ketten singen. WTF! Hallo! Du hast mich überhaupt nicht erschrocken. verdammt. Was ist da eben passiert? Der Boden ist eingekracht, dieses Anwesen fällt halb auseinander. Gott, jetzt auch noch ein Monster mit Kettensäge. Natürlich. Jetzt fehlen nur noch Zombies und so. Verflucht ist das Dunkel hier. Da liegt, glaube ich, irgendwas. Ah, Taschenlampe. Ja. Ja, da bist du wieder. Das ist fein. Oh Gott. Die Tür ist abgeschlossen? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Nur ein altes, verrostetes Rohr. Wofür sind die etwa, um jemanden hier anzuketten? Allein der Gedanke ist mehr als unheimlich. Was ist mit dieser großen, fetten... Irgendwas am Boden? Okay. Ja. Okay, ja. Ah, oh Gott! Oh nein, verdammt! Ich will hier raus! Warum hilft mir denn niemand? Nein, Aiden! Ja!
Melody, glaube ich. Ja! Das ist der Streifenwagen von Aiden. Er ist tatsächlich zum Anwesen gefahren, wo dieser schreckliche Fall damals war. Vielleicht kann ich ihn per Funk erreichen. Aiden, kommen. Over. Bist du das, Melanie? Ich brauche dringend Hilfe. Ich bin es ja. Wo steckst du? Was ist los? Es ist ein Raum im Keller. Ich bin hier gefangen und wenn du mich nicht schnellstens hier rausholst, bin ich in wenigen Minuten tot. Hilf mir, Melanie. Verdammt, halte durch, Aiden. Ich komme und hol dich da raus. Ich muss ihn sofort finden. Mir bleibt nicht viel Zeit. Oh Gott. Hinweis zur Rettung von Aiden. Sie haben 4 Minuten Zeit, ihn aus der tödlichen Gefahr zu retten. Okay. Scheiße. Wie soll ich das anstellen? Okay, es wird aber keine Zeit angezeigt. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aiden, ich komm. Ich rette dich irgendwie. Hoffentlich, bitte. Gott, schrecklich dunkel hier. Gut, dass ich meine Taschenlampe dabei habe, sonst müsste ich wohl ohne Licht durch das Haus laufen. Ah, speichern. Schnell. Gut. Ja, wir haben es eilig, aber wir retten ihn im nächsten Part.